Hallo und herzlich willkommen zu unserer Lernvideoreihe Filmen leicht gemacht. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema der Framerates, auf Deutsch die Bildraten. Was macht die Bildrate und wie gehen wir damit um? Das erkläre ich euch jetzt. Das menschliche Auge nimmt Film und Video als durchgängig bewegtes Bild wahr. Tatsächlich nehmen Kameras aber eine Reihe von Standbildern auf, die als Frames bezeichnet werden. Diese Frames werden so schnell wiedergegeben, dass der Eindruck entsteht, es handle sich um eine flüssige Bildbewegung. Die Framerate gibt nun an, mit wie vielen Bildern pro Sekunde aufgenommen wird. Daher kommt auch das Kürzel FPS, Frames per Second. Aber welche Bildrate gibt es denn nun eigentlich? Und welche Bildrate benutzen wir für welchen Zweck? Fangen wir an mit der Bildrate von 24 Frames per Second. Diese Bildrate wurde in den 20er Jahren zum Branchenstandard, da es den Filmemachern in Hollywood gelang, mit dieser Bildrate Film und Ton bestmöglich zu synchronisieren, während der Verbrauch von teuren Filmrollen gering gehalten werden konnte. 24 Frames per Second werden heute immer noch als Branchenstandard verwendet, im Kino und vor allem im Filmbereich, aber auch für Streaming- und Online-Formate. Mit dieser Framerate erzielen wir diesen gewissen Filmlook, die unsere Aufnahmen sehr authentisch wirken lassen. Jetzt zu den Bildraten 25 Frames per Second und 30 Frames per Second. In den 50er Jahren wurde der NTSC-Standard mit 30 FPS zur Norm für analoge Fernsehsendungen in Nordamerika, Japan und Südamerika. Gleichzeitig etablierte sich in Europa und Afrika der PAL-Standard mit 25 FPS. Aufgrund der Digitalisierung sind moderne Fernseher, Laptops, Handys und andere Medien nicht mehr an diesen Standard gebunden. In der Film- und Fernsehbranche kommen NTSC und PAL jedoch immer noch vereinzelt zum Einsatz. Vor allem wie bei Sport- und/oder Nachrichtensendungen. Diese etwas höheren Bildraten eignen sich besonders gut für Formate, bei denen Bewegungen in Echtzeit dargestellt werden müssen. Framerates von 50 Frames per Second und 60 Frames per Second werden aufgrund wachsender Beliebtheit von 4K-Videos immer häufiger eingesetzt. Diese höheren Framerates, die mit einer 4K-Auflösung kombiniert werden, ermöglichen eine erstaunlich gute und detaillierte sowie eine realistische Darstellung, welche sehr flüssig und plastisch zu erleben ist. Hier kann man aber auch schon angenehme und leichte Zeitlupeneffekte erstellen, wenn man zum Beispiel in einer 24 oder 25 Frames per Second Timeline arbeitet. Filmaufnahmen bekommen durch Einsatz solcher Framerates einen sehr digitalen Look, ähnlich wie zum Beispiel bei Computerspielen. Oder auch im Filmbereich, Der Hobbit von Peter Jackson wurde zum Beispiel als erster Kinofilm im Format von 48 Frames per Second gedreht. Hier kann man ganz klar den Unterschied zwischen dem Look der klassischen Bildrate von 24 FPS und der von 48 FPS erkennen. Zu den Framerates von 120 FPS oder höher. Mit diesen Framerates kann man starke Zeitlupeneffekte erzielen. Diese werden oft in der Werbung eingesetzt, zum Beispiel wenn ein Getränk in ein Glas gegossen wird und der Genussmoment in Szene gesetzt werden soll. Oder auch im Film bei Actionszenen, in denen schnelle Bewegungen oder zum Beispiel Kampfszenen dramatisch wirken sollen, wenn man mit dem Wechsel zwischen schnellem Tempo und langsamem Tempo spielt. Für solche Aufnahmen sind diese hohen Bildraten prädestiniert. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick geben, wie man Framerates gut einsetzen kann. Hiermit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf das nächste Video in unserer Lernvideoreihe zu Filmen leicht gemacht. Danke und bis bald!